In der Motorradszene gibt es kaum jemanden, nur geschafft. Wir wollen es Ihnen im Folgenden einmal zeigen. Es begann mit Ärger. Mit dem Ärger über die früher unzureichenden Möglichkeiten, Gepäck auf und am Motorrad zu transportieren. Heute sind Krauser Koffer Selbstverständlichkeit geworden. Wenn man Motorradkoffer meint, sagt man Krauser Koffer. Hier, in diesen Anlagen in Mehring bei Augsburg, auf einer Betriebsfläche von rund 10.000 Quadratmetern, arbeitet Krauser mit 60 Mitarbeitern als größter Motorradkofferhersteller der Welt. Ganz am Anfang standen Motoren, für deren Instandsetzung Krauser Senior schon 1924 einen Betrieb gründete, der sich in Fachkreisen einen exzellenten Ruf erwerben und bis auf den heutigen Tag erhalten konnte. Krauser kann nicht nur Zylinder schleifen, Zylinderköpfe und komplette Motoren überholen, er ist auch einer der wenigen Betriebe, die Kurbelwellen aufschweißen. Vom Rasenmäher bis zum LKW-Motor, vom Motorrad bis zum Schiffsdiesel. Doch Krausers Herz gehört natürlich in erster Linie den Motorrädern. Motorräder zum Tourenfahren, Motorräder zum Schnellfahren, Motorräder zum Bequemfahren. 1975 hatte er sich die Idee in den Kopf gesetzt, mit einer privaten BMW im Team Langstreckenrennen zu fahren. Nachdem aber dieses Motorrad von Haus aus nicht für Renneinsätze geeignet war, wurde ein neuer Rahmen, der Gitterrohrrahmen, konstruiert. Produziert vom Luft- und Raumfahrtunternehmen Messerschmitt-Bölkow-Blohm. So entstand die Idee vom optimalen Straßenmotorrad ohne Rücksicht auf den Aufwand. Das war die Geburt der MKM. Mike Krausers Leben. 1980 und 81 wurde Tony Mang unter den bekannten Krauser-Farben Weltmeister bzw. Doppelweltmeister. Die Begeisterung für den Rennsport ist Mike Krauser geblieben. Nicht mehr als Rennfahrer, aber als Sponsor kann er so erfolgreiche Fahrer unterstützen. Die Gründung eines Racing-Teams sollte aber niemand als das Hobby eines erfolgreichen Unternehmers ansehen, sondern als wichtiges Instrument der Werbung und Verkaufsförderung. Ohne fortlaufende positive Berichte in Zeitschriften und Tageszeitungen, wie auch in Funk und Fernsehen, wäre Krausers geschäftlicher Erfolg nicht denkbar gewesen.
Doch auch der sympathische Franzose Jean-François Baldé wurde 1982 von Krause unterstützt. Besondere Liebe gilt heute noch den Gespannen. Sein großes Aushängeschild ist Rolf Bieland mit Beifahrer Kurt Waltersberg, die Weltmeister der Jahre 1980 und 1981. Geschäft aber die Herstellung und der Vertrieb von Motorradkoffern. Von 25 bis 115 Liter Gesamtfassungsvermögen. Nach dem Motto, wie hätten Sie es gern. Auch hier galt, aller Anfang ist schwer. Da war zunächst die Frage nach der Form. Koffer sollten es schon sein, keine Beutel oder Taschen. Zwei Koffer und auch wie Koffer zu öffnen. Groß genug, um etwas unterzubringen. Klein und leicht genug, um die Fahrstabilität nicht zu beeinträchtigen. Die Frage des Materials, die Art der Befestigung, all das musste durchdacht, entwickelt, gebaut, getestet werden. Und dabei immer wieder die bange Frage, sind diese Koffer denn auch für jedermann erschwinglich? Aber es war nicht mit dem Koffer allein getan. Auch ein Trägersystem gehört dazu. Krause begann mit einem Rohrträger. Dieser war ihm im Laufe der Zeit aber nicht mehr gut genug und so entwickelte er damals schon den Aluminium-Druckgussträger. Heute ist der Krauser-Träger aus Chemiewerkstoff führend auf den Märkten der ganzen Welt. Viel Zeit, viel Geld und noch mehr Geduld mussten aufgebracht werden, um zu den Produkten zu kommen, die den Namen Krauser überall bekannt gemacht haben. Und um ehrlich zu sein, niemand ahnte damals, wie erfolgreich die Krauser-Koffer von den Motorradfahrern aufgenommen werden würden. Krauser ist als einziger in der Lage, nicht nur Koffer zu liefern, sondern ein komplettes Transportsystem für Motorradgepäck aller Art. Der Erfolg kam nicht nur deshalb, weil Krauser vom Koffer mehr versteht, sondern er hat das Spezialwissen vom Motorrad her. Und Koffer ist nicht gleich Koffer. Allein 1981 wurden 150.000 Krauser-Koffer gekauft. Natürlich haben die Erfolge Krausers Nachahmer auf den Plan gerufen. Aber für das Original gibt es keinen Ersatz. Ein schon gewohntes Bild im Grand Prix-Zirkus. Krauser ist nicht mehr wegzudenken. Lang gehegter Wunsch Mike Krausers wurde im vergangenen Jahr Wirklichkeit, ein Oldtimer-Treffen in Sachen Bahnsport. Kurz entschlossen lud er alle seine ehemaligen Kollegen und Gegner zu einem Treffen nach Mering
in seine Firma ein. Alle kamen und es gab ein herzliches Hallo. Voller Interesse besichtigten die ehemaligen Rennasse mit Anhang das Fabrikgelände. Sepp Seidel und Sepp Sinzinger bewunderten die neuen MKM-Maschinen. BMW-Veredelung bei Mike Krauser. In den Gewölben der hauseigenen Wirtschaft wurde dann vom ADAC-Präsidenten Franz Stadler das gemütliche Beisammensein mit dem berühmten Baderbuffet eröffnet. Der Chef über 7 Millionen ist unter Freunden und er versteht Spaß. Am 13. August, anlässlich des Speedway-Städtekampfes Kempten-London im Iller-Stadion, war es dann soweit. Die Deutschen gewannen, Egon Müller war der Held des Tages, Egon, der erste deutsche Speedway-Weltmeister. Zum Abschluss. In der Pause fuhr dann der Schweizer Straßengespann-Weltmeister Rolf Biland eine Ehrenrunde mit einer Egon Müller bewunderte voller Respekt Krausers BMW-Gespann. Um Gottes Willen, pass ja auf, meinte der Killer zum bereits vom Rennfieber gepackten Mike. Seit langer Zeit saß Krauser wieder auf seiner Rennmaschine, im Seitenwagen sein Sohn Michael. Ganz so schnell wie früher ging's nicht, aber die Zuschauer
waren fasziniert. Dieser herrliche Ton, diese Musik. Und verlernt hat der Große von einst nichts. So ging das früher. Man konnte sich wirklich ein Bild davon machen. Somit hat das erste Oldie-Treffen auf der Bahn die Feuertaufe bestanden. War das ein Beifall? Selten in den letzten Jahren auf den Bahnstrecken. Ja, großes Hallo natürlich im Fahrerlager und da staunten einige, was es früher alles gab. Rolf Bieland, was hat er sich wohl gedacht? Respekt nehme ich an. Im Rahmen der 2000-Jahr-Feier der Stadt Augsburg fand im Hauenstättener Stadion ein internationales Sandbahnrennen statt. Einer der Höhepunkte waren die Oldtimer-Maschinen mit ihren altbekannten Fahrern. Mike Kauser mit seinem BMW-Gespann, einer R75, mit der er in den 50er Jahren von Sieg zu Sieg fuhr. Leider durften die sogenannten Oldies nach den neuen OMK-Bestimmungen keine Rennen fahren. Jeder durfte nur eine Ehrenrunde absolvieren. Start Nummer 3, Mike Krauser mit Sohn Michael. Die Bilder sprechen für sich. Krauser für Motorsport, so geht es weiter. Am 17. und 18. September fand in Mering ein Hoverkraftrennen um die deutsche Meisterschaft statt. Krauser Junior, hier im Bild, war mit von der Partie. Es war sein erstes Rennen, aber nicht sein letztes. Die Startvorbereitungen. Herrlich, wie diese Fahrzeuge über Land und Wasser schweben und das bei Tempo 80 bis 100 Stundenkilometer. Wir werden es gleich sehen. Nummer 377, Michael Krauser. Unvermeidlicher Zusammenstoß, denn wenn eins dieser Luftkissen steht, hat das andere kaum eine Chance auszuweichen. Und Krauser Junior geht mit an die Spitze. Er holt sich auch hier seinen ersten Pokal. Fein, wie er das macht. Eine neue, faszinierende Sportart hier bei uns. Sie kommt von England. Aber in einem weiteren Rennen bremste ihn ein Gegner mit Gewalt aus, sodass sein neues Luftkissenfahrzeug beschädigt wurde. Hier ist er noch voll in Aktion. Ja, und das ist der Rücktransport, aber in dieser Saison soll das natürlich anders werden.
Auch diese Veranstaltung kann natürlich nicht ohne Motorräder vonstatten gehen. Drei bekannte Trail-Spezialisten zeigten ihre Künste. Das ist in Mehring auf einer tollen Motorsportanlage. Der Erfolg aber rührt auch daher, dass Krauser nicht von allem ein bisschen macht, sondern weniges und das perfekt. Der Erfolg bestätigt es.